So, da seht ihr, es ist was von Minecraft Dungeons. Es war der Minecraft Dungeons Reveal Trailer. Somit willkommen. Wir wissen, dass es in den nächsten Tagen bis in den nächsten Monaten, Wochen ein neues Game von Minecraft geben wird. Das ist Minecraft Dungeons. Das wird ein komplett unterirdisches Game sein, wie Gaming Guides und so weiter schon angekündigt haben. Also hier sieht man ein paar Sachen. Hier unter anderem auch Armeen an Skeletten. Das sind neue Mobs, aber jetzt nicht betreffend auf die Minecraft 1.15, mal wird sehen. Aber was ich auch hier so schön sehe, wenn wir kurz mal ein bisschen weiter scrollen, also ich gehe jetzt hier über die Dinge, dass ich keinen Copyright Strike oder so weiter bekomme, also das ist schon bedacht so. Wie gesagt, hier, ja, man hat hier so Art von Guns, womit man hier, man diese Vindicator halt tötet, man, das würde sich dann so anhören. Also man hat hier so eine Gun gehabt. Und das gleiche gilt, meine ich, hierfür. Nur sehen, wovon das kommt. Das ist irgendwie ein Projektil der Spinne. Und hier hat man diese Gun und man kann hier Leute befreien. Also, hier auch noch ein Hammer. Das ist auch ein neues Item, was da reinkommt. Und das Inventar sieht lustigerweise so aus. Gab es das schon oder nicht? Ja, da ist der Hammer. Das Inventar sieht so aus. Also man hat Inventarslots und hier nochmal die üblichen Rüstungsslots und so weiter und so fort. Dass man hier die Hotbar, also es sind relativ wenige Sachen, aber ich würde das, ich kenne mich damit nicht aus. Ich werde nochmal gleich weiter nachschauen. Und dann hat man, wie gesagt, nicht, also ich meine diese 2D-Ansicht, also jetzt hier diese Third-Person-View wird nicht Standard sein. Also, das hoffe ich zumindest für Minecraft, weil das, oder? Wenn jetzt Tatled Games ja das mit dem Story-Mode so gemacht hat, könnte es auch hier so gewesen sein. Hier hat man nochmal andere Sachen, kann man nochmal anzeigen. Von wegen Blitze beschwören, das kann man im Trident ja. Und es gibt auch noch einen Schlüssel. Hier nochmal ein Auro-Cube, so ein Power-Laser, Wiederbelebung von anderen Spielern. Und hier noch so ein Schlüssel. Das gibt eine Ankündigung, ein bisschen ein Teaser auf die Minecon. Aber wahrscheinlich auf der Minecon gibt es dann nochmal Release-Date und so weiter und so fort. Aber man wird schauen. Hier kann man aufsammeln und dann in so ein Schloss packen. Dann wird man entsprechend durchgelassen. Und man kann sich Schutzschilde machen und hat pure Keulen wie im Mittelalter. Und das ist das ganze Game an sich. Dann. Und nächstes Jahr irgendwann. Aber damit wären wir auch am Ende. Denn ich habe auch noch mal eine kurze andere Sache. Und zwar das Story Mode wird eingestellt. Bis zum 23. Juni 2019 ist er verfügbar. Damit lasst krachen und ciao Leute.